So, wir starten. Herzlich willkommen zur Vorlesung Tricks, Trends und Tradition. Es ist die Nummer 10. Es folgen noch drei weitere. Heute das Thema Smartphones und Schule. Lerne ich noch oder bin ich schon abhängig? Also es geht um Smartphones und alle, die wissen, was ich so unterrichte an der Universität, wissen, da gibt es auch ein Seminar zu. Da haben wir mal ein bisschen das Beste rausgegriffen und präsentieren das also hier jetzt im Livestream der Vorlesung. Und wir haben es natürlich auch noch mal ein bisschen angereichert. Also auch für die, die in dem Seminar sind, sind noch mal ein paar neue und spannende Sachen dabei. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Bei Instagram habe ich eine kleine Umfrage gemacht. Das ist schon fast Tradition. Ich habe mal wieder gefragt, wie es denn aussieht, was die, die mir bei Instagram folgen, so glauben. Sollte Schule frei von Smartphones bleiben? Also eher so der romantische Blick auf Schule. Wir fokussieren uns mal aufeinander, ohne vom Smartphone abgelenkt zu werden. Oder sollten wir doch eher das Smartphone zulassen, um so einen realistischen Blick auf Leben zu ermöglichen. Die Ergebnisse zeige ich nachher, super spannend. Und vor allem zeige ich die Ergebnisse im Vergleich zu den Ergebnissen von vor anderthalb Jahren. Und da kann ich Ihnen sagen, ist definitiv ein bisschen was Spannendes passiert. Darauf kann man sich freuen. Der Klaus Hohlmann sagt, in einer digitalisierten Welt darf die Schule nicht analog bleiben. Das würde doch eigentlich bedeuten, dass das Smartphone in die Schule muss, oder? Würde ich sagen. Eigentlich müsste das so sein. Und meine Einstellung dazu ist auch relativ eindeutig, wird in der Vorlesung, denke ich, deutlich heute. Wir gucken mal, was die Forschung dazu sagt, wie und welche Rolle Smartphones generell da so spielen in unserer Gesellschaft. Gerätebesitz Jugendlicher ist, denke ich, klar. Nahezu jeder und jede besitzt ein Smartphone oder ein Handy. Da sehen Sie oben 98% 2018, 95% 2019. Das ist die Gym-Studie. Und ein Handy hat kaum noch jemand. Das sieht man daran, dass die zweite Zeile, also Smartphone ist. Und damit sind eigentlich alle, die mit so einem Gerät ausgestattet sind, also mit einem Smartphone ausgestattet. Danach folgen dann so Computer, Laptop und so weiter und so fort. Aber wir wissen also, Smartphone darüber verfügt also jeder schon mal, der zwischen 11, 12 und 19 Jahren alt ist, also der oder die befragt wurde in dieser Gym-Studie. Darüber hinaus, wenn man die Jugendlichen dann fragt, was macht ihr denn so dann in eurer Freizeit mit den Medien, dann sieht man, dass ja, Internet natürlich eine richtig große Rolle spielt und genauso wie das Smartphone auch. Also 96% klicken das Smartphone an, 92% davon sagen täglich, heißt also, das Smartphone spielt eine ziemlich große Rolle im Leben der Jugendlichen. Was ist das liebste Internetangebot? Ganz spannend, da ist YouTube ganz weit vorne und dann folgt WhatsApp auf Platz 2. Und Sie sehen, das ist die Gym-Studie von 2019. Nicht ganz so aktuell, man vermisst so ein bisschen TikTok, ne, zum Beispiel, als eins der Portale, die gerade momentan total abgehen. Und das Spannende ist, YouTube ist das liebste Internetangebot. Das, was am häufigsten verwendet wird, ist aber WhatsApp. Aber es ist halt nicht das Liebste, es ist halt eher so ein funktionales Ding, mit dem man sich ganz gut da so mal austauschen kann. Wie gesagt, also YouTube, das Ding überhaupt. Wenn wir dann weiterschauen, eine andere Statistik, und das ist durchaus spannend zu sehen, wie sich das entwickelt hat seit 2009. Seit 2009 ist die Nutzungszeit, also die Online-Nutzung, ich bin also online, ja, wie auch immer, gestiegen. Wir sind also jetzt gerade 2019 bei 205 Minuten, 120 Minuten sind 2 Stunden, wir gehen also Richtung 4 Stunden, 3,5, 4 Stunden Online-Nutzung im Jahr 2019. Es stagniert so ein bisschen, ist sogar leicht rückläufig und da könnte man, glaube ich, auf die Zahlen von 2020 und 2021 sehr gespannt sein. Dann kommt ja Corona mit rein. Ich selbst sehr gespannt, was dann da passieren wird. Auf jeden Fall haben wir ziemlich hohe Zahlen. Also die Menschen sind online, damit müssen wir uns also beschäftigen. Es ist der Standard. Dann hat die Gym-Plus-Studie stattgefunden während Corona. Da wurde noch mal ein bisschen was Spezielles gefragt. Das sehen Sie hier, 2020 also. Und da wurde dann gefragt, welche Geräte man denn zum Lernen nutzt. Und da ist das Handy ganz weit vorne, sogar noch vor PC und Laptop. Also das Handy ganz weit vorne, was das Lernen angeht. Und ja, dann kommt natürlich noch sowas wie Drucker und Tablet mit dazu. Aber Handy, also auch für das schulische Lernen in der Corona-Zeit. Extrem wichtig. Und das haben Sie ja wahrscheinlich auch mitbekommen, die Sie entweder studieren, das lernt oder es auch ausführen, dass die Kinder häufig auch an Videokonferenzen mit dem Smartphone teilgenommen haben und die Kinder dann teilweise vielleicht sogar Probleme hatten, irgendwie mit dem Mikro und nur zuhören konnten und gar nicht richtig interaktiv teilnehmen konnten. Also Smartphone oder Handy generell wichtig, auch für das Lernen.
zu Hause, erst recht während der Corona-Zeit. Spannende Studie, vor kurzem gefunden, Beyond Self Report. Da wurde herausgefunden von den Kolleginnen und Kollegen hier, dass die Nutzungszeit, die von den Menschen, die da teilgenommen haben an der Studie, überhaupt nicht zu dem passte, wie sie wirklich das Smartphone genutzt haben. Also die selbst wahrgenommene Nutzungszeit war nur halb so groß wie die tatsächliche. Das heißt also, wenn man subjektiv nachfragt, schätzt doch mal ein, wie häufig du im Internet bist beziehungsweise dein Smartphone nutzt. Das ist eine Frage, die ich momentan total gerne und häufig stelle, auch in einem Smartphone-Seminar oder auch in einem Seminar zur Digitalisierung des Unterrichts. Dann stimmt das nicht unbedingt mit dem überein, was in Wirklichkeit stattfindet. Das war so, dass in dieser Studie von, das ist ja schon ein paar Jährchen her, 2015 veröffentlicht worden, die Leute durchschnittlich 85 Mal ihr Smartphone gecheckt haben und die Leute haben halt gedacht, das wäre nur die Hälfte. Also ziemlich vertan. Das heißt also, wenn wir sowas untersuchen wollen, dann müssen wir unterscheiden, natürlich wie bei vielen Dingen auch, bei vielen anderen Dingen auch, zwischen der subjektiven Angabe und der tatsächlichen Nutzung zum Beispiel. Da gibt es auf jeden Fall große Unterschiede. Es gibt andere spannende Studien. Ich habe mal hier eine mitgebracht aus Boston. Und zwar ist es so, früher sagen die Ärzte, die so sich mit Gerichtschirurgie und also plastischer Chirurgie auseinandersetzen, dass die Menschen gekommen sind, die haben irgendwie Fotos aus Zeitschriften ausgeschnitten, haben gesagt, ja, ich möchte was ich eine Nase haben wie Cameron Diaz oder so. Heute sieht es anders aus. Heute bringen die Menschen ihr Handy mit und zeigen ein Bild mit Filter von sich selbst und sagen, ich möchte gerne so aussehen wie auf diesem Filter. Bei dem die Haut geglättet ist, die Augen größer sind oder man mehr strahlt, wie auch immer. Das heißt also, die Chirurgen melden, früher war das doch anders und jetzt in der Zeit von Smartphone und Co. Sie nennen es Snapchat Dysmorphia. Das heißt also, man möchte aussehen wie seine eigene Version, also seine eigene gefilterte Version. Also auch das hat einen Effekt auf die Gesellschaft offensichtlich. Eine Frage, die wir uns stellen, bevor es weiter ums Smartphone geht, welche Generation kommt da eigentlich auf uns zu, wenn wir demnächst unterrichten? Und in welcher Rolle spielt denn dann eigentlich Smartphone und Co.? Und wir haben ja viel über Hamsterrad und Gesellschaft gesprochen und so. Und die große Frage also hier, wer kommt da auf uns zu? Worauf müssen wir uns einstellen? Und da kennen Sie vielleicht die verschiedenen Generationen, die so gebaut werden. Der Klaus Hohlmann schreibt da ja auch ganz gerne drüber. Wir haben auf der einen Seite die Generation Z oder Z. Und das sind durch und durch Digital Natives, das heißt, die sind also auf die Welt gekommen, irgendwann in den 2000ern so ungefähr. Und das heißt, die kennen eigentlich die Welt nur digital. Ne? Seitdem sie vernünftig denken können, haben sie eigentlich auch Smartphones zur Verfügung, die also mit 2007, das iPhone, eigentlich komplett damit aufgewachsen sind. Ne? Das heißt also, wir haben so ein bisschen Entspannung, was den Arbeitsmarkt betrifft. Das war so eine typische Zeit dieser Generation. Und die Schule wird weniger wichtig. Also man hat nicht mehr so das Gefühl, ich muss da überleben, sonst habe ich keine Chance. Und diese Generation hat auch tendenziell eher Interesse daran, die Welt zu verbessern. Ne? So Greta Thunberg-Style. Und diese Menschen, die da auf uns zukommen in der Schule oder mit denen wir zu tun haben und zu tun haben werden, die haben wenig Erfahrung in einer analogen Welt. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, also ich in meinem Alter, sage ja früher da, ich musste noch zu einem Freund hingehen und anklingeln, um zu fragen, ob er mit mir spielen möchte. Meine Mutter hat mich noch nicht mehr telefonieren lassen mit der Drehscheibe. Dann lachen da heute wahrscheinlich die meisten drüber, weil es gibt eine WhatsApp oder ein Snapchat, wie auch immer, mal ganz schnell, zack, zack, ein Snap. Und da wird mal eben gefragt, ob derjenige Lust hat, was zu machen. Und wenn wir von Entspannung Arbeitsmarkt sprechen, dann findet eine ganz, ganz spannende Sache statt. Die gab es mit Sicherheit früher auch schon, aber man kann so ein kleines Beispiel mal ziehen. Wenn Sie überlegen, Sie sind gut darin zu programmieren, Sie sind also Programmiererin oder Programmierer, aber Sie haben gar keinen Abschluss. Also Sie können aber einfach programmieren, Sie haben es einfach drauf, haben es irgendwann mal irgendwo irgendwie gelernt und Sie würden dann Schule, was weiß ich, in der 8, 9 einfach abbrechen, keinen Bock mehr drauf. Aber Sie bewerben sich hinterher irgendwo und sagen, ja, ich habe keinen wirklichen Schulabschluss, aber ich kann programmieren wie ein Weltmeister oder wie eine Weltmeisterin. Dann werden Sie einen Job bekommen. Dann ist diesem Unternehmen eigentlich wahrscheinlich schnurzpiep egal, was Sie für eine Schulbildung haben. Wenn Sie richtig, richtig gut programmieren können, am besten noch irgendwie so Roboter oder Drohnen, dann kriegen Sie einen Job. Das heißt also, was die Digitalisierung zum Beispiel angeht, wenn Sie die eine oder andere Sache da drauf haben, können Sie heute einen Job bekommen und dann ist eigentlich schnurzpiep egal, ob Sie gut schulisch ausgebildet sind oder nicht. Denn ja, da gibt es einfach Nischen. Und das ist natürlich schon entscheidend für die Schule, denn die Schule muss sich ja darüber Gedanken machen, warum muss die Schule denn eigentlich noch geben, wenn die nicht mehr ganz so wichtig ist und wenn es andere Dinge gibt, die vielleicht sogar noch wichtiger sind.
Als Lehrkräfte, wer kommt da auf uns zu? Die Generation Y, im Englischen Y. Man würde sagen, diese Generation, das sind ja Sie und vielleicht auch noch etwas ältere Leute. Ich gehöre zur Generation X, der Generation, der eigentlich alles egal war. Wir haben nicht so viele Fragen gestellt. Und diese Generation Y, Y, hat also zwischendurch mal gefragt, ja, why denn? Warum denn? Warum ist das so, wie es da ist? Und die Generation, wie gesagt, digital nachsozialisiert, ist also irgendwann in den 90ern auf die Welt gekommen, so ungefähr, roundabout. Und dann kommt das digitale Medium irgendwann dazu. Gut ausgebildete Generation, Schule war sehr wichtig, es wurde viel hinterfragt, ja, warum ist das denn so? Und diese Menschen nehmen gerne Führungspositionen ein und da streben sie auch nach. Also ein bisschen anders als diese Generation Z, die eher so ein bisschen Work-Life-Balance hinbekommen möchte. Und dann die Frage, stecken beide Generationen in der Digitalisierung? Ja und nein, also irgendwie jein, ne? Weil die einen, für die einen ist selbstverständlich. Und wenn wir sagen, Schule steckt gerade in Digitalisierung, ja, durch Corona kann man, glaube ich, schon sagen, da entwickeln die Schulen sich heftig. Manche sind weit, manche sind noch gar nicht weit. Das haben wir auch letzte Woche in der Vorlesung gesehen. Aber für manche Leute stecken, ist es keine Digitalisierung, für die ist es Usus, also ist normal. Da ist, die digitalisieren sich nicht, die sind digital, weil sie einfach so aufgewachsen sind. Auch schon mal gezeigt, Insta-Story von vor anderthalb Jahren. Wir haben in der Vorlesung gefragt, was ist der größte Ablenker beim Lernen? Und da haben wir 4 zur Verfügung gestellt. Kann man bei mir bei Instagram auch noch in den Stories oben sehen. Die sind die abgespeicherten Stories, in den abgespeicherten Stories. Und der größte Ablenker, ja, nicht überraschend, mit 68% Smartphone. Dann Gedanken, Menschen, Hunger und Durst, wobei sich natürlich die einzelnen Sachen bedingen. Also ein Smartphone kann ja dazu führen, dass ich mir Gedanken mache, wenn ich zum Beispiel irgendwie sehe, ich habe eine Nachricht von der und der oder von dem und dem bekommen, dann mache ich mir darüber Gedanken. Aber Smartphone wiegt da auf jeden Fall schwer, hat einen heftigen Effekt. Und so kann man dann sagen, und das sagt die Maren Urner in ihrem Buch, dass die Aufmerksamkeit eigentlich die wertvollste Ressource im 21. Jahrhundert ist. Das kann man als Lehrkraft sehen. Und man kann als Lehrkraft sagen, die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler zu bekommen, ist unglaublich wertvoll. Das ist gar nicht so einfach, darum muss man kämpfen. Was man aber auch sagen kann, ist, dass die Aufmerksamkeit von einem selbst, also ich kann sagen, meine eigene Aufmerksamkeit, die ist unfassbar wertvoll. Und die kriege ich auch nicht jeden Tag. Das heißt also so ein bisschen in Richtung Awareness. Ich bin also aufmerksam, wie es mir geht und so weiter und so fort. Und wenn ich mich in dem Hamsterrad befinde, in dem man sich gerne mal befindet in unserer Leistungsgesellschaft und wenn vielleicht auch das Smartphone die eine oder andere heftige Rolle spielt im Leben, dann kann das schon mal dazu führen, dass ich selbst für mich selbst noch nicht mal mehr die Aufmerksamkeit aufbringe, die ich vielleicht eigentlich bräuchte, um gesund zu bleiben und um auch ein glückliches Leben zu leben in den nächsten Jahren. Und das zeigen auch Studien, die zeigen, dass wir zumindest korrelativ gesehen durchaus starke Zusammenhänge haben zwischen Smartphone-Gebrauch und Stress. Das heißt also, hier diese Studie von Samaha und Kollegen hat also gezeigt, es gibt einen positiven Zusammenhang, deswegen also dieses Plus dort an dieser Relation hier, Smartphone, Sternchen, Stress, positiver Zusammenhang. Je mehr ich das Smartphone nutze, desto größer ist der wahrgenommene Stress. Ist eine Korrelation. Korrelation bedeutet keine Kausalität. Das heißt, auch andersrum könnte das sein. Je mehr Stress ich habe, desto mehr nutze ich mein Smartphone. Das heißt also, Smartphone kann zu Stress führen, durchaus. Aber Stress kann auch zu Smartphone führen. Das heißt, Smartphone-Gebrauch könnte so eine Art Coping-Strategie sein. Ich nutze mein Smartphone also, um vom Stress wegzukommen oder darunter nicht zu leiden oder mich abzulenken. Was die auch finden in ihrer Studie, ist ein Zusammenhang zwischen Smartphone-Konsum und akademischer Leistung. Das heißt aber hier negativ, je mehr Smartphone genutzt wird, desto schlechter sind die akademischen Leistungen. Aber wieder Korrelation kann also auch andersrum sein. Es kann also sein, dass diejenigen, die eine schlechte akademische Leistung haben, sich von den doofen Gedanken wie auch immer ablenken wollen und deswegen ihr Smartphone nutzen. Nobody knows. Es ist eben kein Experiment, sondern nur eine korrelative Studie. Was auch gefunden wurde, ist der Zusammenhang zwischen Smartphone und Zufriedenheit im Leben. Negativ, das heißt, je mehr Smartphone, desto unzufriedener im Leben. Ja, Leute, die also häufiger ihr Smartphone nutzen, die sind unzufriedener im Leben. Das ist aber nicht direkt verbunden in diesem Modell, sondern mediiert über Stress. Das heißt also, Leute nutzen ihr Smartphone mehr, die empfinden auch mehr Stress. Und dieser Stress, der dann mehr da ist, der führt zu weniger Zufriedenheit im Leben. Eine türkische Studie hier auf der rechten Seite, der Pointer zeigt das ja an, zeigt dann, dass diese negativen Effekte
von Smartphone auf Prokrastination, aber auch auf Smartphone-Abhängigkeit dann gemindert werden kann, wenn man Leuten beibringt, selbstregulative Strategien beizubringen. Ja, also Strategien des selbstregulierten Lernens, die führen dazu, dass dann der Effekt auf Prokrastination, also auf das Aufschieben, krankhafte Aufschieben von Aufgaben oder auch Smartphone-Abhängigkeit, das abnimmt. Eine andere super spannende Studie, auch schon ein, zwei Jahre alt jetzt, aus 2015, der Titel ist ganz witzig: You can lead a horse to water, but you cannot make him learn. Ja, normalerweise drink. Also das heißt, man kann ja irgendwie ein Pferd ans Wasser führen, aber man kann es nicht zwingen zu trinken. Und so ist es beim Lernen genau das Gleiche. Und was die hier gemacht haben, ist ganz spannend. Die haben Studierende, die noch nie ein Smartphone genutzt haben, ja, ein Jahr lang mit einem iPhone lernen lassen. Also die haben vorher noch nie ein iPhone in der Hand gehabt. Also auch kein anderes Smartphone. Dann haben die ein Jahr lang damit gelernt und die dabei beobachtet und auch befragt. Und vor der Studie, das ist dieser zweite Punkt hier, haben die Leute, die an dieser Studie teilgenommen haben, gesagt, ja, also wir denken schon, dass iPhones lernförderlich sein könnten, dass sie also hilfreich sind, was sind ja so Minicomputer. Nach der Studie hat sich die Einstellung aber komplett verändert und das sieht man jetzt hier in diesem Zitat: They perceive the iPhones as a distraction and a competitor. Das heißt also, am Ende des Jahres haben die gesagt so, nee, doch nicht, voll abgelenkt und es war irgendwie eher halt so wie so ein Gegner quasi, wenn es ums Lernen geht. War also doch nicht so lernförderlich, sondern eher lernhinderlich. Denn man sagt ja häufig, ja, man ist halt dran gewöhnt, man ist abhängig und so weiter und so fort. Ja, aber die Leute, die eben noch nicht abhängig sein konnten, entweder wurden die in der Zeit abhängig, auf jeden Fall wurden sie ziemlich gestört beim Lernen und haben dann also iPhones eher als Stress wahrgenommen und als lernhinderlich. Die Frage ist also, wir haben das Smartphone auf der einen Seite und wir haben sowas wie Alkohol auf der anderen Seite. Ist da eine Analogie? Also besteht da irgendwie so ein, kann man das vergleichen? Hat also ein Smartphone eine ähnlich große Gefahrwirkung wie? Und dazu würde ich Sie mal ganz gerne zuerst befragen. Ich würde Sie einmal bitten, mit mir eine kleine Umfrage zu machen. Ich rufe dafür mal einmal ganz kurz mein eigenes Bild hier auf und schalte sie mit rüber. Das heißt, Sie brauchen einmal ganz kurz Ihr Smartphone. Wir gehen mal hier auf den Regieknopf 4 und da habe ich eine Frage vorbereitet zu Ihrem Smartphone-Konsum. Die Frage lautet, wie süchtig sind Sie nach Ihrem Smartphone? Was würden Sie sagen? Denken Sie daran, die Abstimmung ist anonym. Ich werde die jetzt mal starten und würde mich also freuen, wenn Sie da teilnehmen. Einmal Smartphone draufhalten, anklicken. Es gibt 4 Antwortoptionen: sehr süchtig, eher nicht süchtig oder gar nicht süchtig. Wie nehmen Sie Ihren eigenen Smartphone-Konsum oder Ihr Verhältnis zu Ihrem Smartphone, falls Sie denn eins besitzen, wahr? Die Frage habe ich irgendwann schon mal gestellt und wir werden dann nachher mal gucken, ob Ihre Angaben ja, zu denen passen der Studierenden von vor anderthalb Jahren. Da bin ich sehr gespannt. 20 Stimmen sind schon da, das ist cool. Das kann man schon ernst nehmen, also bitte einmal daran teilnehmen, 22 Stimmen und dann gucken wir gleich mal an, wie sich die Verteilung so abzeichnet. Ich zähle runter und schließe die Umfrage in 5, 4, 3, 2, 1. Abstimmung beenden und das sind die Ergebnisse. Oh, wow. Okay, es sind halt nur 23 Stimmen, die jetzt gerade hier live teilgenommen haben. 73%, also 3/4 sagen eher süchtig und 26% sagen sehr süchtig. Und es kreuzt keiner bei eher nicht süchtig oder gar nicht süchtig an. Das heißt also, bei allen, die hier gerade live an dieser Umfrage teilgenommen haben, geht es also von der Tendenz in Richtung Sucht. Und das hat schon, das ist, finde ich, schon, das ist ein Signal, würde ich sagen. Das ist durchaus ein Signal. Gut, dann machen wir weiter. Und ich zeige Ihnen nachher, sehen Sie nachher, wie die Studierenden vor anderthalb Jahren abgestimmt haben. Und das sah durchaus ein bisschen anders aus als bei Ihnen. Also die Frage, Lebensgefahr. Wenn wir Menschen das Schwimmen nicht beibringen, dann ist die Gefahr ziemlich groß, dass sie untergehen, oder? Also, dass sie irgendwann mal im Badesee sind oder irgendwie verunfallen und sich nicht retten können. Ähnlich ist es bei Alkohol. Wenn wir darüber nicht informieren, dann kann das auch sein, dass Alkohol eine schlechte Wirkung hat oder Drogen generell. Und darüber wollen wir sprechen. Wir wollen also mal gucken, welche Wirkung hat denn dann da eigentlich
das Smartphone? Worauf müssen wir aufpassen? Was ist wichtig? Und welche Rolle haben wir vielleicht auch als Lehrkräfte an Schulen oder Universitäten in Zukunft? Um da mal so ein bisschen reinzustarten, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, ob Sie es bei YouTube schon mal gesehen haben oder bei Instagram bei mir auf dem Profil oder im Profil vor einer gewissen Zeit, ich glaube, das war Anfang 2020, müsste es gewesen sein, entweder Winter 2019, also Ende 2019 oder Anfang 2020, einen kleinen Science Slam aufgenommen mit meinem guten Kumpel Konstantin, ein bisschen Musik dahinter gepackt und ja, ich werde das einfach mal abspielen, lass uns einfach mal so ein bisschen genießen, es einfach sind knapp 3 Minuten und da steckt so ein bisschen was drin zu meiner Sichtweise auf Smartphone und Gesellschaft und Abhängigkeit und so weiter und so fort. Und dann machen wir danach weiter. Richtig geil. Süchtig, wahre Begebenheit. Neulich im Hotel Shanghai, das kein Hotel ist, sondern ein Club. In Essen, nicht in Bochum. So werde ich tanzend gefragt, ob ich helfen könne. Könnte ich, bin ja hilfsbereit. Koka, bitte? Koka? Nein, kann doch nicht helfen. Lolli lutschend ging er weiter. Huch, Drogen. Abhängig? Fragezeichen. Er ging fort. Ich tanzte. Er lutschte. Ich glotzte. Was sah ich denn da in seiner Hose? 1 Gramm Kokain. Kosten 80 Euro. Dies bringt Spaß. Für ein ganzes Wochenende. Wenn du hart bist. Sonst für einige Abende. Wenn du hart bist, ohne Kater. Sonst mit. Willst du 24 Monate Spaß? Brauchst du Geld. Jeden Samstag Koka. Das macht 2100 Euro. Teuer, aber bringt ja auch was. Leider nicht nur Gutes. Apropos, was macht die Schule eigentlich gegen Drogen? Ach, muss ja nix. Ist ja von oben her reguliert. Also verboten. Aber was blitzte da aus seiner Hose? Warum braucht der Koka? Der Arme, doppelt abhängig. Ich sehe 11 Pro, 4K Video, Face ID, 6,5 Zoll, OLED Multitouch. Sicher fühlt er sich einsam, ausgegrenzt. Ständig abgelenkt, nie richtig fokussiert. Kann er noch richtig lernen? Er hat ein iPhone, ganze 188 Gramm. 24 Monate lang, für schlappe 1800 Euro. Krass, er hat ein Smartphone und will trotzdem Ladung gucken. Dopamin im Überfluss, Facebook zum Vernetzen, Insta zum Schönheit hetzen, Tinder zum Verletzen. Die Maschinerie des Grauens und des Glücks, Dopamin, aber eben auch des Grauens, sagen Studien. Menschen fühlen sich ausgegrenzter, zunehmend seit 2007. Menschen fühlen sich einsamer, zunehmend seit 2007. 2007? Es ist ein iPhone. Modisches Accessoire, Minicomputer, Statussymbol, Profikamera, aber eben auch Virenschleuder und Droge. 8 von 10 meiner Studis sagen, er süchtig oder sehr süchtig. Freiwillig sagen sie das. 7 von 10 dieser Studis sagen, Smartphone lenke maximal stark ab. Schlimmer als WG-Mitbewohnerin. Ach, und Smartphones verschmutzen die ganze Umwelt. So praktisch und mobil. Mal eben googeln für die Klausur. Einmal googeln. 0,2 Gramm CO2, 3,8 Millionen Anfragen, zack, 760 Kilo CO2, weltweit pro Minute. Auch das noch, also abhängig machend und umweltverschmutzen. Was macht eigentlich die Schule gegen Smartphone-Sucht? Ach, muss ja nix, ist ja von ihr selbst reguliert, also verboten. Und so lutscht er weiter, wohlwissend, dass es giftig ist. Doch die kleinen Kinder swipen, googeln, sie texten, machen Sexting, schicken Dickpics und bauen TikToks. Wohlwissend, dass es Spaß macht. Und was ist mit dem Gift? Dopamin ist kein Gift, eigentlich. Aber Schulen müssen ran und wir sollten ihnen helfen. Verbot macht keinen Sinn, es schadet nur den Kindern. Früher oder später, die Dinger bringen Stress und wir sollten die Dinger daran hindern. Oder der Kindersucht danach mindern. Lieber früher als später. Oh yeah, bring the beat back, mach mal an. Bam, tsch, bam, 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 tsch, bam. Ich habe es mir schon so lange nicht mehr angeguckt. Ja, das ist also dieser kleine musikalische Beitrag zum Thema des Tages, Smartphones und Schule. Und darin war jetzt schon so ein bisschen was versteckt, meine Sichtweise zumindest. Das hat man, glaube ich, ganz gut mitbekommen. Wenn Sie dem Text nicht gut folgen konnten, dann einfach nochmal zu YouTube gehen, das Ding ist immer noch zu finden. Und dann viel Spaß dabei. Ich hoffe, es ist ein bisschen was rübergekommen. Und wir werden uns auch ein paar Statistiken, auch ich habe ja so ein paar Zahlen genannt da gerade, nachher nochmal angucken. Also von daher dranbleiben, es wird und bleibt spannend.
Die Frage, die wir uns also stellen müssen, ist vor allem in der Leistungsgesellschaft, kann das sein, dass das einen heftigen Effekt hat, so Smartphones und Co.? Also wir haben ja nicht nur die Smartphones, die möglicherweise abhängig machen und dazu führen, dass wir vielleicht auch teilweise fremdgesteuertes Leben leben. Wir haben ja auch noch die Leistungsgesellschaft. Und viele Studierende in den Seminaren bei mir, die sagen, ich bin insofern auch abhängig vom Smartphone, nicht unbedingt so abhängig, sondern halt abhängig im Sinne von Gruppenarbeiten, werden ja vornehmlich über WhatsApp und Co. organisiert in der Uni. Und zu Corona-Zeiten, wenn man sich also gar nicht sieht, muss ich online sein. Wenn ich da nicht online bin, dann habe ich keine Chance. Ich persönlich zum Beispiel merke es auch, ich bin nicht mehr bei WhatsApp und ich kriege so viel weniger mit. Und die Leute haben auch langsam keinen Bock mehr, mich nebenher zu informieren, weil es so normal ist, da zu sein. Und irgendwie ist es traurig. Jetzt haben wir aber noch den Stress der Leistungsgesellschaft. Das heißt, wir müssen abliefern. Man muss nichts. Wir wollen abliefern. Aber irgendwie denkt man, man muss abliefern. Und dann noch das Smartphone-Ding. Und man ist da 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stunden dran am Tag. Das ist eine möglicherweise ganz schön krasse Connection oder Verbindung, wie auch immer. Das eine war Deutsch, das andere war Englisch. Es ist mir gerade selbst aufgefallen, dass es das Gleiche ist, oder sogar dasselbe. Von daher wurscht. Wir gucken mal, was wichtig wird, wenn es denn dann so um Smartphone-Konsum und Co. geht. Das ist die Medienkompetenz oder auch heutzutage gerne digitale Kompetenz genannt. Und die EU sagt, das ist der sachgerechte und kritisch reflektierte Umgang mit diesen Technologien. Und folgerichtig sagt die EU, das ist eine der 8 Schlüsselkompetenzen für Lifelong Learning, also für lebenslanges Lernen. Wir müssen irgendwie klarkommen. Ja? Digitale Kompetenz, wir müssen mit diesen Geräten klarkommen. Das heißt also automatisch auch, wir müssen mit dem Smartphone klarkommen. Und wenn wir mal einmal ganz kurz die Statistik aus dem Science Slam gerade vergleichen mit Ira, die wir gerade abgeschlossen haben, dann sagte ich, 8 von 10 Studierenden sagen, sie sind eher süchtig oder süchtig. Und bei ihnen waren es 100%. Ja? Es war ja keiner, der in den unteren 2 Sachen angekreuzt hat. Das heißt, die 30 oder 23, die vorhin mitgemacht haben, das waren 100% Tendenz eher zur Sucht oder zu Abhängigkeitssymptomen. Das war in diesem Science Slam noch ein ganz kleines bisschen anders. Und da kann bestimmt auch Corona oder die kleine Stichprobe einen Effekt drauf haben. Die Frage, was gut digitale Bildung ist, und das müssen Sie ja demnächst auch in Schule machen, also Sie, die Sie zuschauen und hier studieren und Lehrkräfte werden wollen, was da wirklich gute digitale Bildung ist, das ist so richtig noch nicht geklärt, ne? Wissen wir nicht. Also ist längst nicht umfassend geklärt. Also alleine auch das hier, wenn wir das uns auf der nächsten Seite mal angucken, das ist der Medienkompetenzrahmen, jetzt hier von Nordrhein-Westfalen, der aus Niedersachsen oder von Niedersachsen sieht eigentlich genauso aus, dann haben wir hier bei 5.4 selbstregulierte Mediennutzung. Es gibt so wenig Angebote in Richtung selbstregulierte Mediennutzung. Ein Grund, warum wir in dem Smartphone-Seminar solche Sachen bauen, da bauen wir so digitale Angebote, digitalen Unterricht zur Selbstregulation des Smartphone-Konsums. Also es gibt wenig und wir müssen uns damit arg beschäftigen. Und warum es da so wenig von gibt, ist klar, wir stecken irgendwie im Hamsterrad. Schule macht halt das, was Schule immer schon macht und reproduziert so ein bisschen. Großer Fokus auf Fachwissen, weniger Fokus auf Kompetenzen. Und wir wissen vielleicht auch selbst gar nicht so genau, wie es halt eben geht, weil wir vielleicht auch gar nicht so drinstecken wie die anderen. Die Frage so, wo sind Sie denn aktiv eigentlich? Sie gerade zuschauen. Kennen Sie sich mit Fortnite aus? Das fetzt doch gerade so richtig. Kennen Sie sich mit Minecraft aus? Schon mal gespielt, schon mal mitgemacht? Instagram kennen Sie wahrscheinlich alle. Facebook auch. Facebook ist out, oder? Ist nicht mehr so richtig wie Twitter. Ja, aber ist nicht so für unsere Klientel in der Schule nicht ganz so interessant. Snapchat wichtig, TikTok wichtig. Also wo sind Sie aktiv? Womit kennen Sie sich aus? Ist, glaube ich, nicht unwichtig, sich mit so etwas auszukennen, wenn man denn authentisch Unterricht machen möchte und wenn man vor allem die digitalen Kompetenzen in Zukunft fördern möchte. Und dann, vor 1,5 Jahren, im Wintersemester 1920, es war roundabout um gleiche Zeit, nur halt in einem anderen Semester, also ungefähr Jahreswende 2019, 2020, habe ich bei Instagram die Frage gestellt, was ist denn eure Meinung? Wie sieht's aus? Digital Detox, Digital Detox, ja oder nein? Soll Schule also frei sein von Smartphone? Wollen wir eher eine Schule, in der das Smartphone eben nicht ablenkt? Oder wollen wir eine Schule, in der das Smartphone ablenken kann, aber in der die Schülerinnen und Schüler mit dem Smartphone vor Ort lernen, damit auch umzugehen. Und die Frage war so gestellt, wie man das jetzt hier sehen kann. Also man konnte Ja oder Nein anklicken, so wie das standardmäßig immer fast bei meinen Umfragen ist. Und was da herausgekommen ist, ist Folgendes. 54% sagen, yo, Handyverbot in Schule, das ist gut. Und absolut gesehen waren es 218 Stimmen, 184 haben Nein gesagt. Das heißt also ungefähr 50-50, leichter Trend dahin, gerne Digital Detox in der Schule. Ja. Und ich kann ja sehen, wer da abstimmt. Und das ist witzig, also in beiden Gruppen, sowohl bei denen, die sagen Digital Detox, als auch nicht,
sind eigentlich Studierende und auch Lehrkräfte. Mir folgen auch ein paar Lehrkräfte, dadurch, dass ich selbst auch Lehramt studiert habe und auch Fortbildung und sowas mache, gleich verteilt in beiden Gruppen. Also es gibt Lehrkräfte, die sagen, hau mir ab mit Smartphones in der Schule, stresst pur. Es gibt aber auch welche, die sagen, ja, geht nicht ohne, wir müssen da eigentlich viel mehr machen und so weiter und so fort. Und jetzt zeige ich Ihnen mal die Ergebnisse der heutigen Umfrage. Aber bevor ich das mache, muss ich gerade spontan an einen Moment denken in Köln, an einer Schule. Kann ich den Namen nennen? Ach, warum nicht? Albertus Magnus Gymnasium. Tolles Gymnasium, eigentlich. Da habe ich eine Lehrkräftefortbildung gegeben. Nee, ich habe sogar die Schulleitung fortgebildet und hatte einen blauen Anzug an. Ich war also relativ gut zu unterscheiden von den Schülerinnen und Schülern. Möchte ich mal so. Meine Kollegin war damals auf Toilette, auf dem Schulhof, auf der Schülerinnen- und Schülertoilette. Ich habe auf sie gewartet, um dann nach Hause fahren zu können. Also zur Universität wieder, nach Bochum damals. Und es kommt dann zwischendurch zu dem folgenden Moment. Ich schaue in meine Brusttasche und ziehe also aus der Jacke, in der Mitte, also das Jackett, kurz mein Smartphone raus, klicke das an, gucke die Uhrzeit an, stecke wieder zurück. Ich war also an der Uhrzeit interessiert, ich hatte keine Uhr um. In diesem Moment, die Pause war vorbei, alle Schülerinnen und Schüler waren übrigens schon in den Klassenräumen, der Schulhof war leer, kommt eine Lehrkraft an mir vorbei und geht in Richtung Klassenraum und sie sagt zu mir, hier in der Schule, auf dem Schulhof ist übrigens Handyverbot. Und ich sage, really? Okay, danke für die Info. Und ich war, abgesehen davon, dass ich von Smartphone-Verbot nicht so viel halte, wurde ich halt angesprochen. Ich denke, so hat sie nicht gesehen, dass ich kein Schüler oder keine Schülerin bin. Aber hat sie mir einfach gesagt, dass ich mein Smartphone nicht zu nutzen habe auf dem Schulhof. Fand ich würde sagen, direkt. Und das ist nach wie vor immer wieder so eine witzige Anekdote, wenn es darum geht, es gibt Verbote an der Schule und selbst der vorher noch die Schulleitung fortgebildet hat, kriegt das gesagt. Auch der hat das Smartphone auf der Schule oder auf dem Schulhof nicht zu nutzen, wobei ich es nicht genutzt habe, sondern ich habe nur ganz kurz einmal auf die Uhrzeit geguckt. Man hat es nämlich noch nicht mal gesehen und vor allem hat es keine Schülerin, kein Schüler gesehen. Also das ist eine ganz witzige Angelegenheit. Und deswegen auch die Frage, warum wollen wir in der Schule, oder so viele zumindest, ja hier ja bei dieser Umfrage 54%, dass Smartphones verboten werden in der Schule? Weil wir selber eigentlich eher ein Leben wollen ohne? Wollen wir eher so ein romantisches Leben, so ein analoges wieder? Oder sind wir überfordert, weil wir nicht wissen, wie wir die Leute davon wegbekommen, weil wir uns selbst davon nicht wegbekommen? Ja? Also sind wir so extrem abhängig, dass wir eigentlich irgendwie selbst überfordert sind? Das sind auf jeden Fall spannende Fragen und wir gucken uns jetzt dann doch mal an, was die heutige Umfrage ergeben hat. Ich fand die Frage so spannend und deswegen halt heute oder gestern Mittag nochmal gestellt. Die war jetzt ungefähr 24 Stunden online und Sie sehen, wir haben so knapp 730 Leute erreicht. 729 hier unten. Die Uni Osnabrück hat auch zugeguckt. Voll cool. Freue ich mich immer drüber. Und was ja jetzt spannend ist, dass Corona dazwischen liegt. Ne? Also Corona hat stattgefunden und es ist die gleiche Frage, anderes Design, aber gleiche Frage. Und wir sehen jetzt Handyverbot 42% ja und 58% nein. Ha, das ist ja spannend. Das heißt also, wenn wir uns das hier mal angucken, dann hat sich das Verhältnis gedreht. 2019 sagen 54% ja, heute nur noch 42. Das Ding hat sich also gedreht. Die Tendenz ist also jetzt dahin, dass die Leute eher sagen, ja, das Handy muss in die Schule, es tut offensichtlich Not. Ob das signifikant ist oder nicht, I don't know. Bei diesen großen Stichproben würde ich sagen, doch. Ich glaube schon, wenn man das sich angucken würde, wenn man so ein Anteilswert-Differenztest machen würde, glaube ich, könnte das schon signifikant werden. Von 54 auf 42, beziehungsweise von 46 auf 58, haben wir eine relativ große Stichprobe, könnte man bestimmt hinbekommen. Nichtsdestoweniger natürlich nicht repräsentativ, weil über Instagram und das sind Follower und wer weiß, wie ich da schon beeinflusst habe. Trotzdem spannend, das Ding dreht sich und wir machen es nächstes Jahr wieder oder nächstes Semester. Wie sieht es ansonsten in Schule aus? Relativ alte Statistik. Ich habe da diesbezüglich noch nichts in der einfachen Darstellung was Neues gefunden. 2017, also jetzt 3-4 Jahre alt. Nur 2% der Schulen erlauben Smartphones überall in der Schule. Und alle anderen fahren so Mischmodelle. Ja? Alle anderen Schulen sagen halt entweder nur im Unterricht zum Recherchieren oder auch mal in den Pausen, aber nicht immer und überall. Also 34% zum Beispiel verbieten es überall. Ja, und das gibt es viele Schulen, die ich auch von vor Ort kenne, die dann eben sagen, ja, vor dem Unterricht geben die Schülerinnen und Schüler die Smartphones ab, in so eine Smartphone-Garage oder Handy-Garage. Und das führt dazu, dass sie aufmerksamer sind. Das glaube ich auch. Und ich finde die Idee auch total klasse.
Auf der anderen Seite ist es halt unrealistisch, weil das Leben anders ist. Ich erinnere mich noch daran, als dann so Smartphones kamen. Ich habe 2008 an der Uni angefangen zu arbeiten. Am Anfang hat sich keiner getraut, die Dinger draußen liegen zu haben. Hinterher war es selbstverständlich, dass sie dann auch auf dem Platz liegen. Ne? Das war vor 10 Jahren, war es undenkbar, dass ein Seminar stattfindet und die Smartphones liegen daneben, also auf dem Tisch. Das machte man nicht. Ne? Das war nicht sittenkonform so quasi. Aber es ist inzwischen selbstverständlich. Und deswegen die Frage, wie muss denn dann Schule aussehen, wenn es so selbstverständlich ist? Die Leute aus dem Seminar kennen das. Ich präsentiere im Folgenden mal so ein paar Infos zur Digitalisierung und auch zum Smartphone-Gebrauch aus zwei verschiedenen Perspektiven, aus der Umweltperspektive und aus der Gesundheitsperspektive. Und wir wollen dann mal gucken, das haben wir in einer kleinen Studie versucht herauszufinden, was den größeren Effekt hat auf das Verhalten während des Nutzens des eigenen Smartphones. Also welche Informationen, die eher zur Umwelt gehören, Umweltschutz oder zu Gesundheit und persönlichen Faktoren, welche dieser Informationen haben einen größeren Effekt auf die Veränderung der eigenen Intention, wie ich denn mein Smartphone nutzen möchte. Die meisten Menschen sagen ja von so per se eigentlich, ich möchte weniger Smartphone nutzen. Es gibt viele auch, die sagen, nee, ich bin voll okay, ich habe gar keine Probleme, könnte es eher schon noch ein bisschen mehr nutzen, um irgendwie eingebundener zu sein oder so. Und wir gucken mal, ob Umwelt oder persönliche Faktoren da irgendwie einen Effekt leisten können. Ich stelle Ihnen jetzt die einzelnen Fakten vor, es sind immer so 7 Stück. Und danach haben Sie die Aufgabe, mal für sich selbst zu entscheiden, was glauben Sie, was könnte die größere Wucht, den größeren Effekt haben auf die Intentionsbildung. Datendurchsatz und CO2. 1992, das ist jetzt ein paar Jahre her, da wurden 100 Gigabyte pro Tag umgesetzt auf der Welt. Also da sind 100 Gigabyte Daten geflossen auf der ganzen Welt. Und heute sind es ungefähr 52.000 Gigabyte, nicht am Tag, sondern pro Sekunde. Und das verbraucht natürlich CO2, ne? Weil wir so Serverfarmen haben, wie Sie die hier auf dem Bild sehen. Das ist eine Serverfarm. Und diese Serverfarmen, die verbrauchen inzwischen mindestens genauso viel CO2 wie der weltweite Flugverkehr. Das war wahrscheinlich im letzten Jahr anders, da haben sie wahrscheinlich mehr verbraucht, aber generell ungefähr vergleichbar mit dem Flugverkehr. Denn wir brauchen ja Strom, um sie zu betreiben, nicht nur um da entsprechende Informationen fließen zu lassen, sondern die Prozessoren müssen zum Beispiel auch gekühlt werden und diese ganzen Häuser hier, die ganzen Farmen müssen auch gekühlt werden. Das kostet natürlich Strom. Sie haben es im Science Slam gerade schon gehört, eine einzelne Suchanfrage bei Google, ich weiß nicht, ob Sie schon mal darüber nachgedacht haben, kostet 0,2 Gramm CO2. Das heißt also, wenn Sie mal sagen, ich google das mal eben, so, ja, ist irgendwie cool, auf der anderen Seite steuern Sie eine solche Serverfarm an. Und dadurch, dass das ziemlich viele Menschen machen, kostet das natürlich auch CO2. Denn wenn Sie sich mal angucken, hier eine richtig, richtig feine Abbildung, wie ich finde, die ich bei Twitter mal irgendwann gefunden habe, da sehen Sie, was 2019 in einer Internetminute so passiert ist. Und dann sehen Sie hier zum Beispiel, dass 3,8 Millionen Suchanfragen pro Minute an Google gestellt werden. 3,8 Millionen, das haben Sie im Science Slam vorhin gehört. 3,8 Millionen Suchanfragen, 0,2 Gramm CO2, das sind 760.000 Gramm und damit sind es 760 Kilo CO2, die produziert werden pro Minute. Das ist ziemlich viel, wenn Sie das überlegen. Eine Stunde hat 60, dann gibt es 24 Stunden und so und wir googeln halt mal eben, ne? Da sollte man sich also mal die Frage stellen, muss ich unbedingt googeln? Kann ich vielleicht auch eine Freundin oder einen Freund fragen? Oder kann ich nochmal nachdenken? Manchmal fällt es einem ja auch ein. Oder kann ich vielleicht andere Suchmaschinen nutzen, sowas wie Ecosia zum Beispiel, die sich ein bisschen mehr um die Umwelt kümmern? Solche Fragen sollte man sich stellen. Übrigens auch spannend, innerhalb von einer Minute im Internet werden knapp 700.000 Stunden Netflix geguckt. Ja? Wahnsinn. Oder 2,1 Millionen Snaps gebaut. Ja? Oder was auch ganz spannend ist, in einer Minute werden 1,4 Millionen Swipes bei Tinder getätigt. Rechts, rechts, links, links, rechts, rechts. Wahnsinn, oder? Also super spannende Abbildung. Wenn Sie täglich eine Stunde Ihr Smartphone nutzen, das macht, glaube ich, nahezu jeder von Ihnen, ich auch. Ich habe knapp ich habe ja super reduziert. Ich bin von 5 Stunden runter auf 1:30 ungefähr im Schnitt pro Tag. Wenn Sie täglich ungefähr eine Stunde Ihr Smartphone nutzen, das über ein Jahr, dann verbrauchen Sie so viel CO2, wie Sie ungefähr verbrauchen auf einer Strecke im Flugzeug von New York nach London, also für den Sie selbst zuständig sind oder verantwortlich sind für den CO2-Gebrauch. Ne? Nicht des ganzen Flugzeuges, sondern nur für Ihren Platz so quasi.
worüber ich mir viele Gedanken mache, wenn ich jetzt so viele Leute mit einem E-Bike rumfahren sehe, ist, ja, die sagen immer so, ja, es fahren so viele Fahrrad, ja, super. Aber die fahren ja nicht richtig Fahrrad. Also die fahren schon Fahrrad. Und ich finde das auch klasse, dass sich Menschen jetzt aufs Fahrrad setzen und Fahrrad fahren, weil es gesund ist. Aber es ist für die Umwelt nicht so gesund, weil da braucht man so Sachen, so Kobalt ist ja auch nicht so cool für Smartphones und Akku und Lithium auch nicht. Und wussten Sie, dass in der Atacama-Wüste, also der trockensten Wüste der Welt, täglich ungefähr 86 Millionen Liter Grundwasser durch das Gestein gepresst werden, damit das Lithium ausgewaschen werden kann? Das ist viel, oder? Das sind 86.000 Kubik. Überlegen Sie mal, das sind 86.000, ein Meter mal ein Meter mal ein Meter, diese Klötze, wo dann Wasser reinkommt, ne? 86.000 Stück davon tagtäglich, um Lithium zu fördern. Also nochmal darüber nachdenken, wenn wir viele Smartphones verbrauchen, dann wie viele verbrauchen wir eigentlich? Ah, durchschnittlich lebt ein Smartphone 18 bis 24 Monate. Also nicht so lange. Und wenn Sie überlegen, von 2009 bis 2018 wurden 11 Milliarden Smartphones verkauft. 11 Milliarden. Und allein im Jahr 2018 ist dadurch ungefähr 4,6 Milliarden Kilogramm Elektroschrott entstanden. Und davon werden momentan noch nur ungefähr, jetzt wahrscheinlich schon etwas mehr inzwischen, 20% recycelt. Und das ist wenig. Das heißt, der Rest muss irgendwie verbrannt werden, kommt auf Müllhalden und so weiter und so fort. Also darüber nachdenken, was für ein Smartphone holt man sich? Wie versucht man damit gut umzugehen? Wie muss man es laden, damit der Akku nicht so schnell kaputt geht? Kann man sich vielleicht ein Smartphone leisten, wie so ein Fairphone, in dem man den Akku selbst austauschen kann und dafür sorgt, dass halt der Rest nicht automatisch auch weggeschmissen werden muss, wenn mal nur der Akku kaputt ist und so weiter und so fort. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, das Smartphone auszuschalten, während zum Beispiel eines Vortrages vor Ort in der Uni oder wenn Sie irgendwie Fernsehen schauen oder wenn Sie ins Bett gehen? Viele Leute lassen ihr Smartphone nachts an, machen es aber lautlos und nutzen auch gar nicht die Wegfunktion, sondern haben es halt aber nur einfach an. Da frage ich mich, warum, wenn es doch sowieso auch lautlos ist, macht es doch aus und spart Strom. Jetzt mögen einige sagen, ja, aber das Anmachen verbraucht mehr Strom als das Betreiben. Ja, das mag sein. Bei manchen Typen Handys, das ist so wie früher bei so einem Trecker, wenn man einen Trecker laufen hatte, dann hat man den Trecker laufen lassen, also bei manchen LKWs, weil das Starten so viel Diesel verbraucht hat, dass man den Trecker lieber angelassen hat, ne? Also Trecker im Sinn von Traktor, Sie wissen, was ich meine, ich komme vom Bauernhof, bin auf dem Bauernhof groß geworden, da haben wir darauf geachtet früher. Trotz alledem sollte man darauf achten, zum Beispiel auch, dass man das Kabel rauszieht, also dass man das Ladegerät nicht drin lässt, da sind Widerstände drin, die verbrauchen also Strom, auch wenn nichts dranhängt, also wenn das Handy oder das Smartphone auch gar nicht dran ist. Also mal drüber nachdenken. Ich zum Beispiel habe mir angewöhnt, immer mal zwischendurch häufiger das Smartphone auszumachen. Es lenkt mich dadurch nicht ab, nicht so stark. Und zweitens habe ich damit die Hoffnung, die Umwelt ein bisschen zu schonen. Ne? Persönliche Faktoren, das waren jetzt die Umweltfaktoren. Jetzt kommen wir zu den persönlichen, zu den Faktoren so Gesundheit. Das ist die Umfrage von damals, von vor anderthalb Jahren. Schauen Sie mal, so haben die Studierenden damals abgestimmt. Also 78% sagten sehr süchtig, eher süchtig. Bei Ihnen gerade, die Sie teilgenommen haben, ja knapp 23 Leute hier, die live da mal bei der Umfrage gemacht haben, da waren alle 100 oben bei A und B. Und damals war es also noch mal ein bisschen stärker verteilt. Ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich nur an der Größe der Stichprobe liegt. Oder hat Corona da vielleicht doch einen Effekt? Man weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, die Mehrheit tendiert dazu zu sagen, puh, diese Dinge haben doch eine krasse, abhängig machende Wirkung. Ne? Ja, was ist Smartphone-Abhängigkeit? Es ist exzessiver Konsum. Sie sehen es da fett markiert. Exzessiver Konsum, der schwer zu kontrollieren ist und andere Bereiche des Lebens negativ beeinflusst. Den Schlaf zum Beispiel, Freundschaften. Sie machen die anderen Hobbys nicht mehr so wie und so weiter und so fort. Sie werden vielleicht kurzsichtig. Dann gibt es sowas wie FOMO, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Fear of missing out, FOBO, fear of being offline. Das heißt, Menschen haben Angst davor, irgendwie durch Zufall auf einmal keine Connection mehr zu haben zum Internet oder dass der Akku leer geht und deswegen man nicht offline online sein kann. Oder die sogenannte Nomophobie, ja? No Mobile Phone Phobia. Also all das so Begriffe, die in diese Richtung gehen. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten, 40% der über 18-Jährigen nutzen Smartphones innerhalb der ersten 15 Minuten nach dem Aufwachen und 15 Minuten vor dem Schlafengehen. Und die Zahlen steigen stark an und da ist auch rausgerechnet Wegfunktion und so weiter und so fort. Und damit hängt natürlich zusammen, dass man nicht unbedingt besser schläft, ne? Logischerweise. Das kann zum einen am blauen Licht liegen, ja, das kann man minimieren. Und zum anderen muss Ihr Kopf Informationen verarbeiten. Wenn Sie also bei WhatsApp in so ein paar Gruppen drin sind, dann müssen Sie Informationen verarbeiten. Gar nicht so einfach. Und wenn Sie das kurz vorm Schlafen machen, dann arbeitet Ihr Kopf. Es sei denn, Sie sind eine Maschine,
Ich zum Beispiel nicht. Sie können den Knopf drücken und Sie schlafen. Dann mag das funktionieren, aber unterbewusst läuft da vielleicht noch ein bisschen was ab. Also viele Menschen nutzen das Smartphone kurz vorm Schlafen und kurz nach dem Schlafen, kann einen Effekt haben. 70% der 15- bis 69-Jährigen können nicht länger als einen Tag auf ihr Smartphone verzichten. Das ist auch krass, oder? Also, wenn wir auch in dem Smartphone-Seminar mal mit den Studis darüber gesprochen haben, dann, oder auch in dem MOOC zum Seminar Unterricht digitalisieren bei mir, da stelle ich die Frage, könnten Sie von jetzt auf gleich 4 Wochen auf Ihr Smartphone verzichten? Und die meisten sagen, gar keine Chance, nicht mal einen Tag. Das liegt zum einen daran, dass man schon es gewohnt ist, ne? Man braucht irgendwie so ein bisschen dieses Kribbeln und oh, vielleicht kriege ich nochmal ein Like oder vielleicht kriege ich irgendwie eine, keine Ahnung, irgendwie Liebe geschenkt. Man denkt ja immer, wenn das Smartphone aus ist, man macht es wieder an, dass dann irgendwas richtig Geniales passiert. Ne? Ja. Bis man dann halt merkt, das passiert nicht. Aber beim nächsten Mal denkt man, jetzt passiert wieder was ganz Besonderes. Und man macht es an, dann so, ah nee, doch nicht. Ich habe es mal irgendwann 4 Wochen ausgehabt und habe nach 4 Wochen das Ding angemacht. Ich hatte 1500 Nachrichten und davon, von diesen 1500 Nachrichten waren 1500 Nachrichten einfach nur Unfug. Die haben mir nichts gebracht. Keine Liebe. Und ich habe darauf gehofft. Also, ziemlich viele Menschen haben das gleiche Problem. Und was man hier auch sieht, spannende Studie aus den USA, dass die Menschen, was so ausgegrenzt, sich ausgegrenzt fühlen oder sich einsam fühlen angeht, dass das in den letzten Jahren seit 1991 rückläufig war, ja, leicht stagnierend, leicht rückläufig. Und dann ab 2007 sind die Sachen dann wieder gestiegen, so wie die sich einsam und ausgegrenzt gefühlt haben. Und 2007 war letztendlich die Einführung des iPhones. Und ja, ist natürlich keine, können wir jetzt nicht eindeutig auf das iPhone zurückführen oder auch hinterher auf die Samsung-Geräte und so weiter und so fort. Aber alle können so ein bisschen verstehen und merken selbst so, oh jo, aber wie kann das sein, dass man, obwohl man mit einem iPhone oder einem Samsung oder einem Fairphone oder, eigentlich die ganze Welt connecten kann, dass man sich einsam fühlt. Ja, genau daran liegt es wahrscheinlich. Man kann alles haben. Und man kann alle connecten und alle kontakten. Das ist das Problem. Und dann melden sich manche mal nicht und dann denkt man sofort, oh fuck, ich bin einsam, ich bin nicht mehr so beliebt und so weiter und so fort. Und früher war es halt anders, hat man pro Woche vielleicht 1, 2, 3 Anrufe bekommen und die waren auch sehr besonders. Und heute ist es nicht unüblich, wenn man am Tag 100 Nachrichten bekommt und dann ist die eine Nachricht halt eben nicht mehr so besonders wie. Und wenn dann mal 20 weniger kommen, dann kann das natürlich dazu führen, dass Dopamin, Ausschüttung von Glückshormonen, die gleichen Hormone wie beim Rauchen auch, die kommen halt in den Körper oder werden freigegeben, wenn man bei WhatsApp eine Nachricht bekommt, bei Instagram ein Like oder einen Kommentar. Nach ICD-10 ist die Abhängigkeit dann gegeben, da muss man sehr vorsichtig sein. Der ICD-10 ist die Verschlüsselung von Diagnosen, der WHO. Und wenn Sie jetzt sich diese 6 Punkte angucken, wenn Sie davon bei 3, 4 sagen, jo, check, dann kann man mal darüber nachdenken, ob man da irgendwie so Richtung Abhängigkeit tendiert. Denn nur weil man häufiger mal etwas mehr das Smartphone nutzt, ist man ja noch lange nicht abhängig. Also hat man zum Beispiel einen starken Zwang, etwas zu tun, Verlust der Kontrolle über Zeit und Ausmaß der Handlung, ist man unfähig, darauf zu verzichten, hat man so eine Toleranz ausgebildet, man braucht also immer mehr, hat man Entzugserscheinungen, also wird man zittrig oder spürt man vielleicht sogar ein Vibrieren in der Hosentasche, obwohl das Gerät gar nicht in der Hosentasche ist. Hat man irgendwie einen Rückzug aus dem Sozialleben, weil man sich irgendwie mehr mit dem Smartphone beschäftigt, als sich mit Menschen zu unterhalten und so weiter und so fort. Ja, machen Sie da so viele Haken, dann könnte das sein. Und es gibt andere Menschen, die sagen, Kurzsichtigkeit kann ein Effekt sein, Schlafstörung, Ängste, Depressionen. Also es gibt viele Studien, die zumindest zeigen, dass Smartphone-Konsum mit Depressionen zusammenhängen. Aber es sind halt Zusammenhangsstudien, deswegen. Und Aufmerksamkeitsstörung, gut, das wundert natürlich nicht. Und jetzt die Frage an Sie, was glauben Sie, was hat mehr Effekt auf die Intentionsbildung? Also ob ich mein Smartphone jetzt viel nutzen möchte oder nicht, Umwelt oder persönliche Faktoren? Und ich zeichne im Folgenden mal eine kleine Studie, die wir durchgeführt haben, um diese Frage zu beantworten. Also meine Hypothese war damals, die persönlichen Faktoren haben den größeren Effekt, weil es Gesundheit und das geht einem immer näher als irgendwie Umwelt. Gut, jetzt haben wir natürlich sowas wie Fridays for Future und wir haben so ein Klimaproblem auf einmal irgendwie, auf einmal. Aber Gesundheit ist ja trotzdem wichtiger, oder? Dachte ich zumindest. Gut, gut. Schauen wir mal. Ich zeige Ihnen mal diese Studie. Was haben wir gemacht? Wir haben am Anfang, wir haben insgesamt 570 Leute untersucht. Das ist im Rahmen einer Masterarbeit gelaufen. Und hier zu T1 haben wir also Menschen gefragt. Und haben die gefragt, na, wie sieht's denn aus? Wie wollt ihr in Zukunft euer Smartphone nutzen? Und dann haben die Leute also so eine Baseline angegeben, wie sie ihr Smartphone-Konsum verändern wollen. Ja? Und danach waren die in 4 Gruppen zufällig aufgeteilt. Die eine Gruppe hat
die Umweltinformationen bekommen, die sie gerade bekommen haben, und auch die persönlichen Faktoren, die sie bekommen haben, counterbalanced. Also die eine Gruppe mal erst Umwelt, dann Gesundheit, die anderen erst Gesundheit und dann Umwelt. Die zweite Gruppe, die hat nur die Umweltinfos bekommen. Die dritte Gruppe nur die zur Gesundheit, also diese persönlichen Faktoren. Und die vierte hat, war die Kontrollbedingung, hat nur Infos zum Veganismus bekommen. Das heißt also, die haben nichts zu Smartphone-Konsum bekommen. Und danach haben wir nochmal gemessen. Wie wollt ihr euer Smartphone-Konsum verändern? Danach haben wir gemessen, wie abhängig die sind und wie stark die sich ablenken lassen. Das ist jetzt hier SAS, Smart Addiction Scale und Smartphone-Ablenkung beim Lernen-Test. Das ist also so ein Test, der Smartphone-Ablenkung misst beim Lernen. Dann haben wir es nochmal gemessen, wie die sich verändern wollen. Und dann haben wir demografische Daten erhoben. Und dann, 4 Wochen später, haben wir sie gefragt. Und, was habt ihr jetzt wirklich gemacht in den letzten 4 Wochen? Wir haben also geguckt, zumindest subjektiv erfragt, da ist eine Schwäche drin, subjektiv nur erfragt, wie habt ihr euch verhalten? Habt ihr halt mehr oder weniger genutzt und so weiter und so fort. Und was herauskommt, wir sehen hier auf der X-Achse unten, Abszisse, sehen wir also T1, T2, T4, T3 zeige ich jetzt mal nicht, also wir sehen die Baseline am Anfang, wie die also entsprechend, wie wichtig den, oder nee, welche Intention sie haben, ihr Smartphone zu verändern, genau, T2 und T4. T2 ist also nach den Informationen, dann sehen wir, dass die also ansteigt, das heißt, die Intentionsbildung nimmt zu, die wollen also sich mehr mit diesem Thema beschäftigen und das verändern, außer bei der Kontrollbedingung, also die, die was zu Veganismus gelernt haben, da verändert sich nichts, das ist gut, das ist also ein Treatment-Check, das heißt, da passiert nichts. Und wir sehen aber, dass 2 Gruppen hier stärker weggehen als diese hier. Und das ist die persönliche Faktorengruppe, das heißt die zur Gesundheit, die haben zwar auch einen Effekt, also diese Informationen haben einen Effekt auf die Intentionsbildung, aber stärker sind die beiden Gruppen, der Anstieg ist da stärker, bei denen also die Informationen zur Umwelt gekommen sind. Und wenn Sie dann Richtung T4 gucken, da in die Intentionsbildung zu T4, dann bleibt das konstant, während das bei der Gesundheit wieder abflaut, auf das Ursprungsniveau oder sogar ein bisschen darunter. Das heißt also, die Frage ist damit beantwortet, Umwelt hat den größeren Effekt auf. Wenn Sie also jemanden überzeugen wollen, weniger Smartphone zu gebrauchen, dann sagen Sie nicht, das ist aber ungesund, sondern sprechen Sie davon, wie krass der Effekt möglicherweise auf die Umwelt ist. Das scheint also Menschen dazu zu bringen, stärker über ihren Smartphone-Konsum nachzudenken und zumindest die Intention zu entwickeln. Was wir aber auch zeigen konnten, war, dass die bei dem tatsächlichen Gebrauch weniger das Smartphone genutzt haben, als die, die nur die gesundheitlichen oder die Gesundheitsinfos bekommen haben. Dann waren wir auch noch daran interessiert, herauszufinden, ob da ein sogenanntes Intention-Behavior-Gap entsteht. Intention, ich habe also eine Intention, ich möchte zum Beispiel abnehmen. Mein Behavior ist, wie ich mich ernähre. Wenn ich zu viel esse, nehme ich nicht ab. Und das ist ein Gap. Das heißt also, meine Intention abzunehmen, passt nicht zu meinem Verhalten. Ja? Und so kann es beim Smartphone ja auch sein. Kennen Sie vielleicht selbst auch? Sie wollen irgendwie, was weiß ich, nach dem Aufstehen nicht so schnell oder wenn Sie irgendwie, was weiß ich, sich mit Freundinnen und Freunden treffen, wollen Sie das Smartphone eigentlich gar nicht nutzen. Das haben Sie sich zumindest vorgenommen. Dann erwischen Sie sich aber trotzdem immer wieder ständig dabei, irgendwie das zu tun. Und das haben wir mal erhoben. Wir haben hier unter Item 4 haben wir erhoben, wie möchtest du dein Smartphone-Konsum oder Nutzungsverhalten zukünftig generell im Leben verändern? Und dann konnten die halt sagen, gar nicht verändern. Oder die haben halt gesagt, deutlich reduzieren. Oder deutlich steigern. Ja? Also positiv bedeutete steigern, negatives Vorzeichen, die wollen es also reduzieren. Und dann haben wir Folgendes dabei herausgefunden. Sie sehen das jetzt hier unten abgelegt. Sie haben hier das Intention-Behavior-Gap abgelegt. Null bedeutet, die Leute machen genau das, was sie sich vorgenommen haben. Das sind die hier. Ja? Weil wir haben zum einen, das zeige ich nochmal, dieses Item gezeigt zu T3 am Ende der ersten Studie, also vor der 4-wöchigen Pause. Da haben wir gefragt, was ist die Intention? Und dann haben wir hinterher mit dem gleichen Item gefragt, was habt ihr denn wirklich gemacht? Ja, da sollten die dann also sagen, wie die sich tatsächlich verhalten haben. Haben die also tatsächlich weniger gemacht, haben die mehr gemacht? Und dann konnten wir die Differenz berechnen. Und die haben wir hier unten abgelegt, ja, die Differenz. Und wenn die Differenz 0 war, bedeutet das ja, die haben bei dem einen Messerpunkt genau das Gleiche gemacht wie bei dem anderen auch. Das heißt also, die haben zu T4 eben das Smartphone oder angegeben gehabt, das Smartphone genauso viel genutzt zu haben, wie sie sich es vorgenommen haben. Und dann haben wir zum einen ein positives Intention-Behavior-Gap. Das heißt, die haben das Smartphone noch weniger genutzt, als sie es eigentlich wollten. Und hier ein negatives, das ist das Positive, hier ist das Negative, das heißt, die haben also das Smartphone mehr genutzt, als sie eigentlich wollten. Und wenn wir uns die Prozentzahlen angucken, dann sind knapp 20%, die genau den Treffer leisten.
Und dann einen klaren Unterschied zwischen positiven und negativen. Das heißt, 72% der Menschen haben ihr Smartphone dann doch mehr genutzt, als sie eigentlich wollten. Es kommt ein Kommentar in den Chat von Jasmin. Ich könnte mir gut vorstellen, es geht jetzt, glaube ich, um diese Umwelt- und Gesundheitssache von gerade, dass es daran liegt, dass viele keinen Bezug von Smartphone und Umwelt haben und der gesundheitliche Aspekt schon präsenter ist. Ja, das kann sein. Also den Leuten ist bewusster, das kann einen Effekt auf Gesundheit haben. Das kursiert ja auch mehr in den Medien und das ist so Usus, ne? Aber dieser Umweltaspekt ist neu, hat so einen Neuigkeitseffekt und schlicht deswegen stärker durch. Ja? Das ist, könnte ein Grund sein, warum das in dieser Studie so rausgekommen ist. Also 72% schaffen nicht das, was sie sich vornehmen. Die nutzen ihr Smartphone also mehr als eigentlich gewollt. Und dann haben wir die Leute auch gefragt, habt ihr denn schon mal so ein Angebot bekommen irgendwie in der Schule oder in der Uni? Also so ein Angebot, irgendwie an so einem Angebot teilgenommen, bei dem euch irgendwie Strategien zum selbstregulierten Umgang mit dem Smartphone beigebracht wurden. Da sagten 4% ja und 96% nein. Nochmal ein Grund, sowas zu bauen. Ne? Deswegen also auch das Smartphone-Seminar, da bauen wir ja solche Angebote eben. Jetzt habe ich vorhin schon ein bisschen so über Smartphone-Abhängigkeit und so gesprochen. Das ist ganz, ganz gefährlich. Man sollte nicht so schnell von Abhängigkeit oder Sucht oder so sprechen. Das ist natürlich eine Sache, die labelt auch schnell. Und deswegen sollte man anfangen erstmal mit gefährlichem Smartphone-Konsum. Und da kann man unterscheiden. Ja, es gibt gefährlichen Smartphone-Konsum. Und gefährlicher Smartphone-Konsum findet dann statt, wenn wir es zum Beispiel nutzen, das Smartphone, während wir Fahrrad fahren. Oh, das sieht man immer häufiger, oder? Dass Menschen ihr Smartphone in der Hand haben. Und entweder währenddessen tickern oder Musik weitermachen oder wie auch immer, oder es einfach nur in der Hand haben, weil sie, was weiß ich, einen Rock anhaben oder eine Hose ohne Taschen und es deswegen in der Hand halten müssen, gar nicht so ungefährlich. Und beim Autofahren wissen wir auch, dass das Smartphone, also die Ablenkung durch Smartphone inzwischen für ziemlich viele Unfälle zuständig ist, also gefährlicher Konsum. Es gibt aber auch den unangebrachten Konsum, zum Beispiel während des Kinofilms drauf zu gucken. Man lenkt die anderen ab, man ist selber nicht fokussiert. Ja? Oder der Konsum während des Unterrichts, wenn es denn nicht erlaubt ist. Ja? Auch das ist natürlich unangebracht. Oder es gibt eben den übermäßigen Konsum. Das heißt, der übermäßige Konsum ist nicht automatisch Indikator oder nicht zum, bedeutet nicht automatisch Abhängigkeit oder Sucht, sondern es kann auch einfach nur sein, dass ich es häufig nutze, aber ich bin nicht süchtig. Ich kann ja auch viel Alkohol trinken, aber ich muss nicht süchtig sein. Ich habe Lust drauf, es muss auch keine Sucht sein, ne? Zum Beispiel. Aber Abhängigkeit, das haben wir ja gerade schon mal einmal bei den Faktoren präsentiert, ist eben der exzessive Konsum, der schwer zu kontrollieren ist und das ist das Entscheidende, der halt eben andere Bereiche des Lebens negativ beeinflusst. Und darüber muss man sich mal Gedanken machen. Wenn Sie also sagen, ich habe so und so viele Stunden, die ich mein Smartphone nutze und so viel häufig aktiviere ich das pro Tag, das kann man ja bei den meisten Smartphones einsehen in den Einstellungen, dann muss man sich vor allem wahrscheinlich mal darüber Gedanken machen, ob das irgendwas anderes negativ beeinflusst oder ob das Leben vollkommen okay ist damit. Dann muss man sich damit auch vielleicht gar nicht auseinandersetzen, weil dann muss man nichts ändern, dann ist das Leben fein. Hat man aber das Gefühl, soziale Kontakte abzubauen, nicht mehr so richtig dabei zu sein oder selbst das Leben nicht mehr so genießen zu können oder nicht gut schlafen zu können oder werden die Augen immer schlechter und so weiter, dann sollte man darüber nachdenken, mal intensiver darüber nachzudenken, ne? Heißt also, nicht jedes übermäßige Konsumieren ist automatisch auch eine Abhängigkeit. Und hier jetzt nur nochmal vom ICD-10 der WHO eigentlich das gesagt, was ich gerade auch gesagt habe. Das kann man sich dann zu Hause vielleicht nochmal anschauen. Ich mache erstmal weiter. Was wir jetzt Richtung Ende Smartphone und Abhängigkeit und Diskussion und so weiter machen, bevor wir darüber sprechen, wie wir in Schule darauf reagieren sollten, werde ich mal einmal ein ganz kurzes Video abspielen von zwei Studierenden aus dem Semester 1920 Vorlesung. Die haben ein Video zu diesem Thema gebastelt. Da sind noch mal ein paar Infos drin, die ich nicht gebracht habe. Das dauert so ungefähr 2,5 Minuten, glaube ich. Und dann machen wir weiter mit der Frage, wie könnten wir das jetzt irgendwie in Schule umsetzen? Was müssen wir da eigentlich machen? Und genau, also bis gleich und tschüss. Tricks, Trends und Tradition. Die interaktive Vorlesung für Lehrer. In diesem Erklärvideo geht es um die Gefahren und Potenziale von Smartphones in Schule und Unterricht. Ganz explizit besprechen wir die Nutzung von Smartphones durch Schülerinnen und Schüler. Das Smartphone hat einen immer wichtigeren Stellenwert im Leben von Kindern und Jugendlichen. So haben mittlerweile 95% der 12- bis 15-Jährigen in Deutschland ein Smartphone. Smartphones und Lernen, wie können diese beiden Aspekte im Schulkontext gewinnbringend verbunden werden?
wenn man bedenkt, dass knapp 60% der Schülerinnen und Schüler heutzutage ihre Hausaufgaben mithilfe eines Smartphones bearbeiten, lösen und erledigen, kann man sich als Lehrkraft nicht mehr vor der Auseinandersetzung mit Smartphones verschließen. Die Voraussetzung für die Integration von Smartphones in deinen Unterricht ist jedoch eine ausreichende technische Ausstattung deiner Schule. Ohne ein leistungsstarkes Netzwerk sind dir als Lehrkraft die Hände gebunden und die folgende Diskussion wäre von Anfang an beendet. Die Argumente gegen die Verwendung von Smartphones im Unterricht sind schnell ersichtlich. Ablenkung. Das Abchecken der News oder die letzte Nachricht im Klassenchat auf WhatsApp finden viele Schülerinnen und Schüler spannender als den Unterricht. Cybermobbing. Nicht jeder hat ein Handy und viele haben nicht das aktuellste Modell. Zudem könnten Fotos und Videos unbemerkt erstellt und verschickt werden. Umwelt. Eine Google-Suchanfrage erzeugt knapp 0,2 Gramm CO2. Auch die Stromkosten, die für die Geräte benötigt werden, sind nicht zu vernachlässigen. Medienkompetenzen. Nicht nur die altbackenen Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch die jüngsten Absolventen sind im Umgang mit Smartphones nicht so fix wie die Digital Natives, auf die man heute in der Schule nur noch trifft. Die Schule besteht aus Kreide und Tafel. Jedoch sieht die Arbeitswelt und damit auch die Zukunft der Schülerinnen und Schüler digitaler aus. Vom Arbeiten im Internet über die dauerhafte Nutzung von Smartphones bis zur Programmierung von Robotern in der Industrie. Die Nutzung des Smartphones eröffnet vielseitige Möglichkeiten. Abstimmung, anonyme Wissens- bzw. Meinungsabfragen, Binnendifferenzierung, die Schülerinnen und Schüler können mit selbstregulierter Recherche tiefer in die Materie eindringen. Beispielhaft könnte man ein Experiment im Chemieunterricht aufnehmen und im Nachhinein in verlangsamter oder schnellerer Geschwindigkeit abspielen. Jetzt liegt es an dir, das Smartphone in den Unterricht zu integrieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Ja, lasst ein Like und ein Abo da und direkt machen wir wieder alle abhängig, ne? Super gemacht, Popanken und Pillar. Also die beiden Studis, die das Video gebaut haben, nochmal ein paar Infos dazu, zu diesem ganzen Themenbereich bekommen. Und es kam eine Frage in den Chat der Studierenden und ich lese sie einmal ganz kurz vor von der Anna. Könnten Sie uns die Materialien von dem Smartphone-Seminar zur Verfügung stellen? Gibt es da auch einen Bug für? Bug ist das Lerntagebuch in einem anderen Seminar, was sie wahrscheinlich meint. Nee, da gibt es keinen Bug. Aber da gibt es was anderes. Und zwar haben die Studierenden in diesem Seminar die Aufgabe, und das Material stelle ich dann gerne zur Verfügung, eine digitale Unterrichtseinheit zu bauen, bei der die Fähigkeiten des selbstregulierten Lernens im Umgang mit Smartphones gestärkt werden. Das heißt, da werden dann zum Beispiel einige Gruppen, was weiß ich, so ein 20-minütiges instruktionales Video bauen, bei dem die Lernenden an die Hand genommen werden. Die müssen dann also Übungen währenddessen machen, zum Beispiel um metakognitive Denkprozesse zu fördern. Also sich zum Beispiel bewusst zu machen, was für Probleme habe ich mit dem Smartphone oder welche Ziele sollte ich mir jetzt beim Lernen setzen, damit ich mich nicht ablenken lasse und so weiter und so fort. Und da werden einige Videos gebaut und da werden auch zwei Masterarbeiten zugeschrieben bei mir gerade und die besten Ergebnisse, die werden hinterher bei YouTube veröffentlicht. Das heißt, Sie, die Sie hier studieren, haben auf jeden Fall dann natürlich Zugriff, genauso wie alle anderen Menschen auch. Ich versuche es ja mal allen öffentlich zugänglich zu machen, haben darauf Zugriff und können dann damit hinterher arbeiten. Und ich habe die Hoffnung, dass wir dann einen Beitrag leisten in Richtung digitale Kompetenz und vor allem Umgang mit Smartphones. Ich rechne damit, dass das richtig, richtig cool werden könnte. Ja, also von daher Antwort ja. Also jetzt die Frage, was machen wir? Was machen wir? Smartphone und Schule? Also auf der einen Seite würde ich sagen, wir brauchen SRL, oder? Selbstreguliertes Lernen. Wir müssen irgendwie uns bewusst machen, was da Sache ist. Und das könnte auch die Lösung sein. Also wenn wir sagen, wir fördern das selbstregulierte Lernen in der Schule mit besonderem Fokus auf die Nutzung des Smartphones, das ist es. Also man kann ja Trainings zum selbstregulierten Lernen nehmen, so wie wir das auch schon gebaut haben. Und da muss halt einfach das Smartphone eine größere Rolle spielen. Wir müssen zum Beispiel dahin kommen, sich erstmal ein Bewusstsein zu schaffen. Das sehen Sie jetzt hier unter den ersten Punkten. Das sind jetzt erstmal so ein paar Ideen, ja. Wir brauchen so ein ganzheitliches Konzept, müssen es natürlich entwickeln, auch implementieren, also in den Alltag reinbekommen, ist gar nicht so einfach, weil der Alltag sehr, sehr stark durchstrukturiert ist. Und wir müssen am Anfang eigentlich Bewusstsein schaffen, denn nur bewusstes Verhalten kann verändert werden. Wenn ich das Verhalten nicht bewusst habe, wie will ich das dann verändern? Also wie soll ich dann in der Lage sein, das besser zu machen, wenn ich vielleicht Automatismen noch gar nicht gecheckt habe? Ja?
Und das ist so wie beim Schnüren ihrer Schuhe zum Beispiel. Das sind Automatismen. So, wenn ich jetzt sage, ich biete ihnen ein Training an, dass sie ihre Skills beim Schuhe zumachen verbessern können, dann sagen sie so, was ist los, ich komme doch mit schon klar. Ja, ihnen ist nicht bewusst, wie viel Zeit sie vielleicht verlieren. Und mit der neuen Technik könnten sie richtig Zeit sparen. Ich könnte ihnen also helfen, ein cooleres Leben zu haben. Und wenn das nicht bewusst ist, dann sieht man auch nicht die Notwendigkeit. Das heißt, wir müssen einmal schauen, das hinzubekommen. Und die Studie, die ich am Anfang gezeigt habe, bei der also untersucht wurde, trifft die subjektive Einschätzung mit der objektiven überein. Im Sinne von, oder trifft das zu, oder stimmt das überein? Im Sinne von, ich nutze mein Smartphone so und so häufig, ist das dann wirklich auch der Fall? Ja? Spielt eine große Rolle. Das heißt, wir müssen dann mal gucken, wie viele Stunden nutze ich das Smartphone, an welchen Ecken und Enden stört es mich, wo lenkt es mich ab? Wir müssen also ein Bewusstsein schaffen, denn nur das, was mir bewusst ist, kann ich halt eben auch verändern. Und dann müsste man im zweiten Schritt, hier wo der Laserpointer jetzt gerade steht, ein Repertoire an Strategien erarbeiten, ja, und deren Anwendung einüben. Das ist eigentlich eine direkte Förderung. Wir müssen also Strategiewissen aufbauen. Konditionales, prozedurales. Das heißt, ich muss wissen, wann und warum ich eine gewisse Strategie einsetzen kann. Also ich habe Stress, was ich mit ablenken kann. Dann muss ich die und die Strategie einsetzen. Und dann ist die Frage, wie setze ich die ein? Ich muss also auch prozedurales Strategiewissen haben. Ich muss also wissen, wie diese Strategie funktioniert. Und dann muss ich verstetigen, oder? Wir müssen triggern. Wir müssen also irgendwie dafür sorgen, dass auch indirekt gefördert wird. Und dafür müssten wir auch am besten auch Unterricht nutzen oder auch die Zeit zu Hause. Das heißt, wir müssten immer mal wieder das Strategiewissen triggern, also aktivieren und sagen, komm, wend doch mal an. Und das ist doch super auch in der Schule möglich. Wir müssen dafür nur den Rahmen schaffen. Wir müssen also dafür sorgen, dass in Lernzeiten, Unterricht und so die Kiddies und Jugendlichen und jungen Erwachsenen und auch Erwachsenen hier in den Seminaren und hier in den Vorlesungen dazu angehalten werden und dass ihnen die Möglichkeit gegeben wird, das zu tun. Und wenn man das machen möchte, by the way, müssen Smartphones in der Schule erlaubt sein, weil wenn wir irgendwie dafür sorgen wollen, dass die das ja selbstständig vielleicht auch beiseite packen oder sinnvoll einsetzen und so, dann sollte das Ding schon da sein. Man kann das natürlich auch trocken üben, aber es ist ähnlich wie Schwimmen, ne? Man macht so Trockenübungen und dann sagt man hinterher, wenn ihr mit euren Eltern dann demnächst irgendwann mal im Urlaub seid, im Wasser, am Meer oder so, dann könnt ihr es ja mal ausprobieren. Yes, das kann man machen, aber die Transferdistanz ist so groß, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass das nicht erfolgreich sein wird. Und so ist es beim Smartphone ja genauso, oder? Also direkte Anwendung wäre super. Und das Verbieten sorgt vielleicht für den Moment dafür, dass der Schulalltag romantischer ist und auch ruhiger ist. Aber was passiert dann zu Hause? Ja? Also gestern noch mit jemandem darüber gesprochen, vorgestern Abend mit einem Freund, der Psychologe ist, und dann sagte er, es ist ja bei Tabak und Alkohol nicht anders. Da wissen wir, es ist verboten für die Jugendlichen. Die können im Laden nicht irgendwie mal Tabak sich kaufen oder Alkohol kaufen. Das ist beim Smartphone anders. Die kommen nach Hause und haben auf jeden Fall ein Smartphone. Entweder man müsste es dort verbieten oder wir haben die Aufgabe, und dafür ist auch Schule super geeignet, denen das auch beizubringen. Je eher, desto besser, weil sie wissen, sind sie erstmal daran gewöhnt, haben sich also an irgendeine Sache gewöhnt, dann wird es schwierig, die Automatismen loszuwerden. Ne? Ja, und dann die Frage, welche Strategien könnten denn dann helfen? Ja, welche Strategien wären dann die richtigen? Also Strategien des selbstregulierten Lernens, die relevant sein könnten. Das ist jetzt erstmal nur eine Auswahl. Beispielsweise metakognitive Lernstrategien oder sogenannte metacognitive skills. Sowas wie Ziele setzen. Also ich setze mir das Ziel, die Vorlesung mir anzuschauen und während der Vorlesung nicht zu gucken, ob ich bei WhatsApp oder bei Snapchat oder sonst wo oder bei Instagram irgendeine Nachricht bekommen habe, sondern ich bin mal voll fokussiert. Wenn ich das Ziel nicht habe, dann kann ich das Ziel auch nicht verfolgen. Also ich muss das Ziel mir vielleicht bewusst machen, vielleicht sogar aufschreiben, denn wenn ich das Ziel kenne, dann kann ich mich auch zwischendurch regulieren. Ja? Und dann wäre eine andere metacognitive Skill, wäre zum Beispiel sich beobachten und bewerten. Also gucken, das ist das sogenannte Monitoring, verfolge ich das Ziel noch? Bin ich noch auf dem richtigen Weg oder muss ich was verändern? Jetzt habe ich schon zweimal nachgeguckt, ich kriege es irgendwie nicht hin, ich muss was adaptieren, ich muss das Handy vielleicht etwas weiter weglegen oder ausmachen. Oder mich einfach nochmal daran erinnern. Ja? Und dann haben wir sowas am Ende wie halt Regulation, oder also ich reagiere darauf, ich verändere also irgendwas, wie ich das gerade gesagt habe, ich adaptiere irgendwas. Und Reflexion am Ende auch. Also ich kann da auch am Ende einer Vorlesung mir sagen, das habe ich zum Beispiel sehr häufig, ich habe eine digitale Tagung und ich weiß, das ist inhaltlich unglaublich komplex. Und dann habe ich manchmal Tage, da höre ich zu, habe mal das Smartphone in der Hand oder noch nebenher irgendwie eine E-Mail und was weiß ich was, bearbeite ich noch. Und dann merke ich hinterher, ich hätte mir diese Tagung und auch das Geld sparen können, weil ich habe nicht richtig zugehört. Und das ärgert mich dann ein bisschen, weil ich habe das eine nicht richtig gemacht und das andere aber auch nicht. Und so weiter und so fort. Ich glaube, Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. Das heißt, ich reflektiere am Ende und bin mir dann bewusst, das möchte ich so nicht nochmal machen. Wenn ich das nächste Mal ein Gespräch habe per Zoom,
dann möchte ich die größte Form der Aufmerksamkeit bringen. Und ich glaube, wenn Sie jetzt mal das Bild sich angucken, wie ich hier gerade zu sehen bin, ich mache es mal groß, dann sehen Sie meine Hände nicht. Ich könnte also jetzt gerade an der Tastatur sein und schreiben. Und ich glaube, die größte Aufmerksamkeit aktuell in dieser Zeit von Zoom-Konferenzen und Big Blue Button-Konferenzen so, ist, dass man seine Hände zeigt, oder? Ich sage jetzt immer, wenn ich jemandem meine Liebe zeigen möchte quasi, dann zeige ich ihm die Hand. Dann weiß er, ich bin nicht abgelenkt. Ich schreibe nicht irgendwie anderen. Und sonst, wenn man hier ist, dann überlegen Sie sich mal, ich habe jetzt hier 4 Bildschirme, ich gucke jetzt auf die verschiedenen Bildschirme, dann könnten Sie sagen, wenn ich jetzt so gucke, der schreibt bestimmt was, er ist voll abgelenkt. Dabei bin ich eigentlich voll da, weil ich habe hier den Bildschirm, da sehe ich gerade die Live-Übertragung. Ich sehe, dass sonst so viele gerade live dabei sind, dass es noch keine Likes gibt und so weiter und so fort. Also von daher, so kann man das dann reflektieren. Ja? Eine andere Art der Strategien, das sind zum Beispiel Ressourcenmanagement-Strategien. Das sind auch Strategien des selbstregulierten Lernens. Und da können wir unterscheiden in externe und interne. Also externe Ressource ist zum Beispiel sowas wie Umweltkontrolle oder Hilfe holen. Also wenn ich zum Beispiel nicht weiter weiß, könnte ich auch Hilfe holen. Ich gucke also, welche Menschen sind um mich herum und kann ich mir Tipps holen zum Beispiel. Oder kann ich jemandem sagen, kannst du, liebe Lehrerin, mein Smartphone nehmen und das wegpacken, damit ich mich jetzt mal hier eben konzentrieren kann. Oder eben Umweltkontrolle. Man baut sich jetzt drumherum hier so auf, wie es einem gut tut. Ja, zum Beispiel schaltet man sein Smartphone aus, man hat jetzt irgendwie nicht noch einen 5. Bildschirm hier oder so, man lässt nicht irgendwas laufen, Musik oder sowas zum Beispiel, sondern ist voll fokussiert. Ich zum Beispiel habe ziemlich laut, meine Kopfhörer ziemlich laut, das heißt, ich höre den Straßenverkehr des Heger-Torwalds hier in Osnabrück nicht und auch der Katharinenstraße nicht, sondern ich bin nur quasi bei meiner eigenen Stimme und höre die ziemlich satt und gut, so, dass ich also voll fokussiert sein kann. Ich baue mir das also hier drumherum so auf, dass ich mich wohlfühlen kann. Interne Ressourcen ist was anderes nochmal. Interne Ressourcen sind zum Beispiel sowas wie Zeit, Zeitmanagement. Ich überlege mir also, was habe ich an Zeit, was bringe ich mit? Vielleicht auch eine Aufmerksamkeitsspanne. Darüber mache ich mir Gedanken. Ich bin vielleicht müde, habe deswegen nicht so viel Energie und deswegen ist auch meine Aufmerksamkeitsspanne nicht so groß. Dementsprechend reguliere ich also. Oder sowas wie Motivationsregulation. Ich sehe keinen Sinn darin, mich damit und damit zu beschäftigen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich ablenke mit dem Smartphone, ziemlich groß. Oder sowas wie Ablenker zum Beispiel, das kann man zum einen zur Umweltkontrolle packen, dass ich also meine Ablenker in den Griff bekomme, sowas wie Smartphone, aber bei Motivationsregulation eben auch. Und ansonsten haben wir die, da kam gerade jemand rein, der war auch ziemlich wichtig, aber geht leider gerade nicht. Oder sowas wie Emotionsregulation, das heißt, also ich bin nicht ganz so gut drauf vielleicht, ich merke, ich erwarte eine Nachricht von einer guten Freundin oder von einem Freund oder von der Partnerin oder von einem Partner und das lenkt mich ab. Und das führt dazu, dass ich ständig aufs Smartphone gucke. Kennt garantiert jeder. Man wartet auf eine wichtige Information und man wartet und wartet und wartet und lenkt sich dadurch so heftig ab. Und bevor man in wichtige Settings reingeht, also Lernsettings zum Beispiel, könnten wir dafür sorgen, dass wir diese Probleme ausschließen, so gut es geht. Man führt schnell nochmal das Telefonat oder man sagt, pass auf, ich warte auf deine Nachricht. Ich habe das Bedürfnis, diese Sache schnell zu klären. Deswegen bin ich ziemlich nervös, weil ich eben dieses Bedürfnis habe. Ich habe die Bitte an dich, vielleicht mal mir schnell zu antworten. Ich bin jetzt auf jeden Fall die nächsten 2 Stunden offline, damit du Bescheid weißt. Danach gucke ich dann wieder drauf und mir wäre danach halt, das schnell zu klären. Ja? Das heißt, man kann sich selber so ein bisschen entspannen, weil das ist nichts anderes als Emotionsregulation. Ja? Und da gibt es mit Sicherheit noch weitere Strategien. Und was dann wichtig ist, ist halt eben wieder diese Analogie hier. Wir müssen, wenn wir das trainieren wollen, das direkt und indirekt trainieren. Ja? Also wir müssen dafür sorgen, dass wir Strategiewissen aufbauen. Das machen wir in einem direkten Training, also explizite Lernstrategieförderung. Und da müssen wir dafür sorgen, dass Schülerinnen und Schüler das auch anwenden können oder sie in ihrem Studium. Das ist das indirekte Förderung. Ich muss also dafür sorgen, als Dozent, ich sage, pass auf, das habe ich euch beigebracht, wendet das mal an. Und das müssen Lehrkräfte genauso machen. Und diese Kombination aus beidem ist dann eben am besten. Tabea fragt im Studierenden-Chat, bieten Apps wie Forest da nicht am Smartphone direkt eine Möglichkeit, um die Ablenker zu minimieren? Ja, klar, gibt's. Sie können einige Apps installieren oder halt auch dem Telefon sagen, ab so und so viel Uhr oder ab so und so viel Minuten Nutzungszeit bitte ausmachen. Aber das kann man halt eben auch umgehen. Ne? Aber natürlich ist das auch eine gute Strategie. Das ist ja letztendlich auch nichts anderes als eine Strategie auch des selbstregulierten Lernens, ist Umweltkontrolle. Ich kann also dafür sorgen, dass die Informationen von außen nicht so auf mich einpreschen,
indem ich zum Beispiel meinem Smartphone sage, sei bitte still oder ich mache es halt aus. Oder ich nutze eben Forest als App. Das heißt, ich pflanze quasi Bäume. Je länger ich das nicht nutze, wenn ich mir vornehme, irgendwie 2 Stunden nicht aufs Handy zu gucken und ich schaffe diese 2 Stunden Handyverzicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich halt Bäume pflanze im wirklichen Leben, weil die App das unterstützt. Aber ich kann es natürlich auch umgehen. Generell aber, klar, gibt es solche Apps, die können dabei behilflich sein. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich das in der Vorlesung schon mal gesagt habe, ich hatte diese App auch mal drauf damals ausprobiert. Da bin ich Zug gefahren, sitze im IC in der Tür. Ja, das ist ja, beim IC geht das ja dann so ein bisschen runter von den Stufen. Sitze da so drin und esse irgendwas und habe Forest gestartet. Ich reise eine Stunde angemacht, dann kommt der Schaffner und sagt, Ticket bitte. Und ich hatte ein digitales Ticket und ich sage, geht nicht. Sagt er, wie geht nicht? Ich sage, dann stirbt mein Baum. Und dann sagt er so, wie, dann stirbt ihr Baum? Ich sage, ist egal. Ja, dann habe ich es halt angemacht. Dann war der Baum tot und ich konnte das Ticket zeigen. Also von daher, Forest ist cool, aber irgendwie auch nicht. Das also zu Smartphone und Co. Und es zeigt offensichtlich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich sehe Ihre Gesichter nicht, ich sehe Ihre Reaktion nicht. Ich habe aber vorhin gesehen, was Sie abgestimmt haben und auch habe auch gesehen, was die Leute bei Instagram abgestimmt haben. Es ist ein Hot Topic. Das ist Hot Shit auch in Richtung Schule. Smartphone-Gebrauch, Smartphone-Abhängigkeit, extremer Konsum. Darüber müssen wir uns Gedanken machen. Und das selbstregulierte Lernen ist nicht nur wichtig, um erfolgreich zu lernen, sondern eben auch, um mit dem Smartphone klarzukommen, um ein gesundes, nachhaltiges und gutes Leben zu führen. Und deswegen sollten wir uns mit dieser Thematik beschäftigen. Nicht nur für uns selbst, die wir alle auch ein bisschen darunter leiden, sondern auch für die Schülerinnen und Schüler von heute und von morgen. Deswegen machen Sie sich unbedingt Gedanken darüber und versuchen Sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal eine gute App aufzusaugen, mitzunehmen, was man ausprobiert, aber sich vor allem auch Gedanken über das selbstregulierte Lernen zu machen. Und das möchte ich ein bisschen unterstützen, indem ich Ihnen, zumindest den Studierenden der Uni Osnabrück für dieses Semester, die Aufgabe gebe, so kleine 3 Denkaufgaben als kleine Aufgabe. Stellen Sie sich vor, rein hypothetisch, die Schule lässt Smartphones auf einmal komplett zu. Alle. Also alle Smartphones sind erlaubt an allen Schulen, für alle Schülerinnen und Schüler in allen Bereichen der Schule. Ganz kurz mal skizziert, was würden Sie sagen, was ist so Worst-Case-Szenario? Was kann passieren? Was passiert schlimmstenfalls? Und Best-Case-Szenario, was passiert bestenfalls? Und dann die Frage an Sie, wozu tendieren Sie denn? Smartphones erlauben oder verbieten? Das wird mal ganz kurz begründen. Gerne alles in Stichpunkten, maximal 250 Wörter, wieder über WIPS bei StudIP. Zeit wieder eine Woche. Und ich bin sehr gespannt auf die Antworten. Übrigens super spannend für uns, für Lara und für mich von Woche zu Woche, Ihre Antworten da zu sehen. Vielen, vielen Dank, das ist echt immer richtig cool. Da sind gute Ideen dabei, die wir auch für die Forschung richtig gut gebrauchen können manchmal, obwohl es ja eigentlich gar nicht dafür vorgesehen ist. Wie man dann solche Konzepte baut und wie man die vor allem implementiert, also wie kriegt man dann so ein Konzept, so ein ganzes zum Smartphone-Gebrauch in so eine Schule rein? Das ist Thema der letzten Vorlesung hier in diesem Semester, also Vorlesung Nummer 13, da geht es um die Implementation von Innovation. Und nur damit Sie Bescheid wissen, es lohnt sich also weiterhin mit dabei zu bleiben. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Schön, dass Sie mit dabei waren. Und nachdem ich gesagt habe, dass es keine Likes gab, gab es jetzt auch Likes. Vielen herzlichen Dank für das Feedback. Das tut gut. Und genau, alles Gute und bis nächste Woche. Tschüss.